So, da haben wir jetzt so ein Fahrschulauto von der Fahrschule Bräuner. Damit bin ich aus dem Bild. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Hallo. Was machst du über die Fahrschule Bräuner? Wir machen ein Privatvideo und stellen quasi fest, was wir machen. Betreiber, das ist ja nach wie vor laut Impressum, unglaubliches Problem zu haben scheint, wenn Fußgänger sich organisiert anscheinend bewegen, weil er meint, wir würden also dafür die Demonstrationen, sorgen, oder? Genau, wir würden damit die Volksgesundheit gefährden. Und ich habe gerade festgehalten, die Gastronomie ist zu, die Schulen sind zu, Fahrschulen dürfen offen haben, das hat nicht ihr Mann entschieden, das ist völlig rechtens und es freut mich auch, wenn Leute noch Geld verdienen. Ich finde es allerdings schon ganz spannend, dass er, der ja ein anderes Einkommen durchaus auch noch hätte, nicht mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, nein, wir sind da jetzt auch mal ganz vorsichtig, sondern sagt, na, die Fußgänger sollen da bitte polizeilich verfolgt werden, weil an denen werden wir eventuell sterben. Aber das eigene Geschäft lasse ich schon ganz gerne. Naja, das ist jetzt nicht ganz richtig, was du sagst, weil das wir ich wusste nicht, verzeihen Sie mir, wenn ich sage, habe ich jetzt gesagt? Ja. Entschuldigung. Überhaupt nicht. Wenn Sie mir das du anbieten, ich bin niemand, der jetzt auf der Siebe steht. Nein, völlig richtig. Ich bin das nur so gewohnt, weil wir mit unseren Schülern wer du sind. Und jetzt ist alles gut. Seid 30 junge Menschen. Aber wir dürfen auch die Fahrschule natürlich ja nur eingeschränkt offen halten. Habe ich auch im Video gesagt. Und ehrlich gesagt wäre es uns auch lieber, wenn wir jetzt nicht Fahrstunden fahren dürften, sondern komplett zusperren. Aber wir dürfen Fahrstunden fahren, sonst dürfen wir nicht. Weil sie es sich ja leisten kann, deswegen wahrscheinlich. Nein, weil es von der Regierung heißt es, die Fahrschulen vom Fachverband der Fahrschulen heißt, die Fahrschulen müssen. Wir machen es da nicht zu, wenn sie so dafür wären. Nein, da geht es nicht um das, dich so. Ist ganz einfach Schlüssel zusperren, fertig. Ja, aber das kann so nicht funktionieren, weil wir genügend Schüler noch haben von was vorher, die Kurse brauchen. Die Schulen haben auch genügend Schüler, Volksschulen, ja, aber wenn Hauptschulen. Ich jetzt komplett zusperren würde und wir sperren dann irgendwann wieder auf, habe ich einen Rückstau von 8-9 Wochen, den wir nicht wieder aufholen können, weil das gar nicht möglich ist. Ja? Verstehe das ich. Sind Sie nicht alleine im Boot. Das ist richtig. Wobei ich jetzt trotzdem die Frage stelle, warum würden Sie gerne zusperren? Weil Sie auch glauben, dass Sie fürs Infektionsrisiko... Mit würden habe ich es vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, aber ich denke mal, ich verstehe die Sinnhaftigkeit vielleicht nicht, weil wenn wir keine Kurse machen dürfen, wo wir Abstand haben in den Lehrsälen, ja, aber in einem Fahrschulauto darf ich sitzen. Unsere Schüler sitzen in den Lehrsälen mit das Masken. Ist das, was ich vorhin erklärt habe, ich darf mit dem Öffi in die Stadt Salzburg reinfahren. Und wenn ich die Bäckerei oder den Mannershop betreten würde, dann dürfen zwei Leute rein und der Rest staut sich vor der Tür. Ja, das ist Augenauswischerei. Ja, wegen dem 2-Meter-Abstand. Na, Augenauswischerei ist es nicht. Wir schauen natürlich, wir sind ja verantwortlich für unsere Schüler hier in der Fahrschule. Wir möchten nicht, dass sich bei uns einer ansteckt. Wir möchten auch nicht, dass ein Schüler uns einen Virus hereinbringt. Und dann würde ich aber schleunigst zusperren, wenn das so gefährlich ist. Da würde ich beim Killer-Virus würde ich kein Risiko eingehen. Wenn ich Politiker wäre, dann würde ich von Bunkern aus regieren, damit die Regierung aufrechterhalten bleiben kann. Das ist jetzt die Extremsituation. Ja, also, sagen wir die Situation also ganz weit auseinander. Ich glaube, man muss da immer ein bisschen einen Mittelweg auch finden und nicht sagen, es ist alles egal und das gibt es nicht und wir können... Nein, wir gehören nicht zu denen, denen man nachsagt, dass sie Corona-Leugner sind. Aber die Tatsache ist, dass es inzwischen ganz klar mittels Studien von kompetenten Menschen nachgewiesen ist, dass diese Lockdowns nichts bringen. Es gibt Studien, die beweisen, dass es in der Gastronomie... Ich kenne die eine Seite und ich kenne die andere Seite. Bei uns gibt es de facto in jedem Betrieb, nicht nur bei uns in der Fahrschule, in jedem Betrieb geht es darum, dass wenn jetzt ein Schüler positiv ist, ja, dann müssen wir aufgrund der Gesundheitsbehörde wahrscheinlich den Betrieb kurzzeitig schließen, könnten andere Schüler infizieren, die Mitarbeiter infizieren. Und da wir das alle nicht möchten, nicht nur in der Fahrschule, im Handel, in einem Geschäft, ganz egal wo, deswegen schauen wir heute auch, dass wir Abstand halten, dass wir Masken tragen und da sind wir auf der sicheren Seite. Ich finde es halt sehr risikofreudig, weil bei einem Killer-Virus gibt es eigentlich bei einer Pandemie oder man sagt ja Epidemie-Pandemie, da müsste mal 20% Minimum an der Bevölkerung erkranken.
Aber wenn ich einen PCR-Test positiv habe, bedeutet es noch lange nicht, dass ich krank bin, erstens. Bei einer weltweiten Sterberate von 0,0183%. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, das sind namhafte so. Institute wie die WHO, Robert-Koch-Institut. Ja. Wir haben da einige gute Institute. Sie werden nicht bestreiten, dass das durchschnittliche Sterbealter derer, die an und mit den Folgen vom Coronavirus, also Covid, SARS-CoV-2 und so, und auch der jetzt vierten Variante, versterben, in der Regel das 80. Lebensjahr durchschnittlich hinter sich haben. Aber auf die Diskussion möchte ich mich jetzt gar nicht einlassen, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Also wie gesagt, wir haben unseren Betrieb offen. Der Herr Freuner ist der Inhaber, aber nicht der Betreiber. Das ist vielleicht das auch ist noch ist auch so festgestellt worden. Ja. Und wie gesagt, wir schauen, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Wir freuen uns, wenn alles wieder normal läuft, wenn wir wieder absperren können und ja, naja, das Geschäft einfach wieder in der Normalität weiterzuführen ist. Naja, das ist aber ja für das alle liegt nicht ja einfach. Nicht in unserer Hand und auch das nicht liegt auch in nicht ihrer in der Hand vom Herrn Bürgermeister oder vom Landeshauptmann. Das liegt auch natürlich nicht, in der Hand von der Bundesregierung. Gell? Ja, aber Ihnen ist schon auch als Gattin, wie ich meine, bewusst, dass Ihr Gatte für eben diese Partei politisch tätig ist. Also der Herr Kurz und seine Schergen, die dieses Land auf- und zusperren wie eine Toilettentür, sind schon ÖVP-Politiker und ein paar grüne Mitläufer, weil sie gerade Freude am Regieren gefunden haben. Also kurz um zu sagen, naja, es liegt ja nicht in der Hand der ÖVP-Politgranten, ist jetzt eine relativ mündige Aussage. Nicht in der Hand eines Bürgermeisters. Aber es liegt in der Hand eines Verfassungsgerichtshofes. Warum nimmt man das eigentlich nicht so ernst? Entschuldigung, damit hat die... Wie gesagt, ich... Nein, mit dem haben wir überhaupt nichts zu tun. Und jetzt beendet man die Diskussion. Wir haben auch gar nicht diskutiert. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Also, baldige Normalität im eigenen Interesse. Wünschen wir uns alle, glaube ich, oder? Natürlich auch gutes Geschäft. Ja, jetzt im Moment... Neben Merkt, da drinnen sitzt ein Fräulein ohne Maske. Weil sie alleine drinnen sitzt. Ja, aber die Aerosole. Also wenn ich, dann müsste ich zu Hause ja auch eine Maske aufsetzen, wenn ich alleine zu Hause sitze. Bin ich völlig bei Ihnen. Ja. Nur bei wenn ich jetzt hineingehe, gibt meine Kollegin sofort die Maske wieder raus. Ja, aber Ihre Aerosole hat sie ja trotzdem bereits in die Atemluft abgegeben. Naja, ist doch so. Also. Wiedersehen. Hier ist so zum Saufen.